Grünblättriger Schwefelkopf, eine Vorlesung aus Wikipedia. Der grünblättrige Schwefelkopf ist ein Blätterpilz aus der Gattung der Schwefelköpfe. Der lateinische Name Fascicularis beschreibt die Wuchsform und bedeutet auf Deutsch büschelig. Merkmale: Der Hut erreicht eine Größe von 2 bis 6 cm und ist leuchtend gelb bis grünlich gefärbt. Er ist zunächst kugelig, später flach ausgebreitet, wobei in der Mitte oft ein Buckel hervortritt, manchmal befindet sich dort auch eine Vertiefung. Der Scheitel ist etwas dunkler, oft blass, fuchsrötlich oder orangebraun getönt. Die Oberfläche ist meist kahl und glatt, kann aber auch mit blassen Velumfasern bedeckt sein. Am Rand befindet sich oftmals ein häutiger Saum. Die dichtstehenden Lamellen sind zunächst gelblich, dann grünlich, schließlich bei Reife olivbräunlich gefärbt und angewachsen. Manchmal sind die Pilze unfruchtbar, wobei die Lamellen in ihrer Grundfarbe leuchtend gelb erscheinen. Der Stiel ist weißlich bis hellgelb, zur Basis hin dunkler, ins Bräunliche gehend getönt. Er ist zwischen 3 und 8 oder auch 10 cm lang. Manchmal lässt sich eine schwach ausgeprägte, faserige Ringzone erkennen. Das Fleisch ist vorwiegend gelb, im Stiel eher bräunlich gefärbt und besitzt einen sehr bitteren Geschmack. Die braunen Sporen haben eine Größe von 6 bis 8 mal 4 bis 4,5 Mikrometer. Artabgrenzung. Von unkundigen Pilzsammlern kann er leicht mit dem essbaren grünblättrigen Schwefelkopf verwechselt werden, der eher graue Lamellen, weißes Fleisch und einen milden Geschmack besitzt. Ähnlich ist auch der ziegelrote Schwefelkopf, dessen Hut eine kräftigere, ziegelrote Färbung hat. Das Stockschwämmchen, dessen Stiel beringt ist, kann ebenfalls zu Verwechslungen führen. Ökologie. Der grünblättrige Schwefelkopf ist ein weit verbreiteter und überall häufiger Pilz in den Wäldern Europas. Er wächst oft in großen Büscheln an totem Laub oder Nadelholz, vor allem an Baumstümpfen. Das Substrat kann auch vergraben sein, so dass es nicht gleich als solches erkennbar ist. Er ist vor allem an Holz von Kiefer und Rotbuche zu finden. Der Pilz ist zwischen Mai und Dezember zu finden, kann aber bei mildem Wetter auch im Winter vorkommen. Der grünblättrige Schwefelkopf hat forstwirtschaftliche Bedeutung, da sein Myzel sich ganz überwiegend saprotroph als Holzabbauer ernährt und nur selten gehölzparasitische Potenzen zeigt. Damit kann er womöglich die Ausbreitung des Hallimasch in seinem Verbreitungsgebiet vermindern. Dieser befällt neben Totholz auch lebende Bäume und bringt sie in wenigen Jahren zum Absterben. Toxikologie. Der grünblättrige Schwefelkopf ist ein Giftpilz. Seine Giftstoffe wirken auf Magen und Dünndarm und lösen Erbrechen sowie Durchfälle aus. Dauerschäden treten jedoch nicht auf. Vor einiger Zeit glaubte man, der Pilz sei tödlich giftig, da Zellgifte isoliert wurden, die bei Mäusen Lähmungen und den Tod hervorriefen. Eine ähnliche Wirkung auf den Menschen wurde bisher nicht nachgewiesen. Die frühere Behauptung, dass der grünblättrige Schwefelkopf Gifte des grünen Knollenblätterpilzes enthalte, erwiesen sich als falsch. Pharmakologie. Das Extrakt des grünblättrigen Schwefelkopfs zeigt im Labor eine hemmende Wirkung gegenüber Thrombin. Den Link zum Wikipedia-Artikel, wo ihr Quellen wie Literatur und Einzelnachweise findet, verlinke ich unten in der Beschreibung.